denke, ich habe mich mit der Energiewende noch nicht beschäftigt, weil ich das Thema für mich persönlich nicht interessant finde und sich das irgendwie nach Mann anhört, also ein männliches Thema eher ist. Unter der Energiewende verstehe ich mehr Windenergie, mehr Wasserkraft, weniger Atomenergie, weniger Kohle, gesünderen Strom im Endeffekt. Ja. In erster Linie der Ausstieg aus der Kernenergie, ausgelöst durch Fukushima und den Schrecken, der eben auch durch ganz Deutschland inklusive die Regierungsparteien gefahren ist. Man hat das meines Erachtens alles ein bisschen übereilt in die Hand genommen. Und jetzt sind wir mittlerweile mit den Konsequenzen befasst und wissen eigentlich nicht, Atommeile abstellen, aber wie geht es dann weiter? Wüsste ich gar nicht, warum wir eine Stromleitung brauchen, weil wir ja, also ich dachte immer, wir haben ein bestehendes Stromnetz. Das sollte eigentlich reichen. Ich weiß nicht, warum wir mehr Leitungen bauen müssen, ehrlich gesagt. Wir brauchen neue Leitungen, weil die Energie im Norden erzeugt wird und im Süden verbraucht. So zumindest berichten es die Medien. Die neuen Netze brauchen wir deswegen, damit wir die erneuerbaren Energien, die jetzt gewonnen werden, für jeden deutschlandweit verfügbar machen können. Den Begriff Bundesnetzagentur habe ich schon gehört, aber tatsächlich habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Für mich als Endverbraucherin hat es bisher noch keine Rolle gespielt. Was die Bundesnetzagentur betrifft, ich kenne die nur von der Telekommunikation her. Was den Stromnetzausbau betrifft, da weiß ich nicht, was die noch für eine Rolle da groß spielt. Okay, von der Bundesnetzagentur habe ich noch nicht was gehört, also ist für mich unbekannt. Ich kenne die Bundesnetzagentur nicht und ich finde, wir müssen dann eben ein bisschen mehr davon erfahren und es muss ein bisschen mehr Publicity geben. Negativfolge Nummer 1, die mir jetzt einfällt, wären natürlich die steigenden Kosten. Ich finde diese Windräder gar nicht so hässlich, aber ich glaube, wenn ich eins im Vorgarten hätte, dann würde es mich doch deutlich mehr stören. Langfristig hoffentlich Unabhängigkeit von Atomkraft und Erdöl. Über den Ausbau des Stromnetzes will ich mich nicht ausreichend informiert, nein. Tatsächlich habe ich bisher noch nicht nach Informationen über den Netzausbau gesucht. Wenn ich das getan hätte, hätte ich vielleicht Informationen finden können, aber mir ist der Begriff noch nicht begegnet und deswegen kann ich die Frage nicht so wirklich beantworten. Zum Stromnetzausbau würde ich wahrscheinlich im Internet gucken, also was man ja so als erstes macht, erstmal googeln. Ich würde mir wünschen, darüber auch zum Beispiel in den Nachrichten im Fernsehen mehr zu erfahren oder in der Anschlusssendung. Persönliches Gespräch wäre sehr wichtig, aber Ihre Aktion hier ist für mich die allererste dieser Art, die ich seit Propagierung der Energiewende miterlebe. Erstens erneuerbare Energie, zweitens Versorgung flächendeckend und drittens zu bezahlbaren Preisen. Deutschland ist ja eine der Wirtschaftsmächte und ich finde es toll, dass Deutschland praktisch als erste Nation gilt, die auch aussteigt. Mein persönliches Fazit ist, dass ich mich endlich mal hinsetzen muss und mich genau beschäftigen muss mit der Energiewende, was das für mich persönlich bedeutet.